Hallo Leute, da sind wir wieder. Und ja, kurz vor dem Friedhof. Zumindest rein geografisch. Wahrscheinlich auch anders, aber das werden wir dann noch feststellen. Na, lasst uns mal da hochgehen. Ich denke, es ist dann wohl der Showdown vom Spiel. Nehme ich mal an. Denn es spitzt sich alles darauf zu. Und jetzt mal gucken, was uns hier erwartet. Bis jetzt ist noch ruhig. Oh. Robert Olinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. Oh Gott, wieder Geister. Ghost Army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Ja, das kann passieren. Ich ahne ihr, wie schrecklich es, was hier jetzt noch alles passiert. Genau, die Geister kommen. Oje, 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 oje. Wo ich's doch schon nicht mit Duellen habe. Wie soll ich es denn da mit Geistern haben? Naja, zumindest weiß ich jetzt den Weg. Einfach den Grabstein nach. Hm. Schöne Kapelle. Aha. Naja, das ist kein Wunder, dass ich den Bereich verlassen will. Andere Kapelle. Sieht alles sowieso irgendwie sehr einsturzgefährdet aus. Ja, und ich muss wohl hier hoch. Nee, doch nicht. Hä? Ja, was denn? Sternchen auf der anderen Seite? Hier? Nee. Kaum. Gehen wir wieder zurück. Newman Hayes, oh, da. William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Das sind doch eh alles Leute, die wir schon mal... Ah! Ja, Curly Bill, genau. Nachtigall, ich höre ihr Trapsen. Die kommen alle nochmal. Die wir umgebracht haben. Die wollen sich wohl rächen. Ja, hätten wir mal nicht so viele umgebracht, dann hätten wir jetzt Ruhe. Aua. Oh, von hinten. Ja, oh Gott. Wow, und keine Deckung. Und nachladen. Ja, alles miteinander schlecht. The Dalton Brothers, Robert and Grattan. Guardians of the Garden of the Dead. Wo sind sie denn jetzt hin? Aua! Mann, man sieht aber auch nicht von wo. Heiliges bisschen, da. Sag mal, wozu habe ich euch umgebracht, wenn er jetzt wieder kommt? Sisyphus. Immer in die Rübe, das muss doch irgendwie... George Curry und Harvey Logan, alias Kid Curry. Both thirsty for vengeance from the great beyond. Oh Gott, das kommen aber auch wirklich alle zur Party. Alles voll da hinten. Wenigstens kommen sie irgendwie halbwegs aus einer Richtung nur. Töten wir die überhaupt? Eben, kann man den Geister töten? Keine Ahnung. Hauptsache sie geben Ruhe. Irgendwie rauchen sie. Hm. Jesse, Woodson, James und Jim Reed. Each one deader than the next. Ja, geht mir genau gleich. Oh, 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 oh. Da pumpt das Herz und war Schrotflinte. Eieiei. Schneller laden, schneller. Dann kommen sie wieder von hinten. Von der Seite, von überall, von oben, von unten, von... Ach du grüne Neune. Ja, gut. Hätte mich gewundert, hätten wir das. Robert und Grattan, Guardians of the Garden of the Dead. In einem Wisch durchgekriegt. Dann eben nochmal. Ja, und geht ja schon wieder gut los. Dankeschön. Gleich mal einen Schuss ins Knie. Mir fehlt hier ein bisschen die Orientierung. Auch wenn sie irgendwie aus einer Richtung kommen, aber... Hm. George Curry und Harvey Logan, alias Kid Curry. Both thirsty for vengeance from the great beyond. Schon wieder dieser Kid Curry. Man kann den Namen dann langsam mal nicht mehr hören. So, was hat sie jetzt der Dumm gemacht? Keine Ahnung, keine Zeit für solche Scherze. Ganz nah, okay. Den haben wir erwischt. Der ist auch weg. Da hinten kommt noch einer. Das ist dann wohl... Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist dann wohl der Letzte. Hm. Wir haben doch eine längere Liste.
Boah, ja, 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 klar. Oh, oh, oh. Und im dümmsten Moment nachladen, das ist doch... Ah, ja, eh, das kann ja nicht gut gehen. Gottchen, wie macht man das denn mit dem blöden Nachladen? Das ist ja irgendwie... Deckung nachladen? Ja, aber dann kommen sie wieder von allen Seiten. Robert und Grattan, Guardians of the Garden of the Dead. Okay, das habe ich mitgekriegt. Also, von da oben. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Euch kriege ich, euch kriege ich, euch kriege ich. Oder auch nicht. Und U und Au und O und I und A. Jesse, Woodson, James und Jim Reed. Each one deader than the next. Ach, es tut mir wirklich in Mark und Bein weh jedes Mal. Gleich ist wieder Feierabend. Ja, aber eben, wo Deckung, wo Deckung? Wo denn Deckung? Arrgh. Puh, ja, ich verlasse den Bereich der Geschichte. Ihr Humoristen, ihr. Ich brauche mal eine Minute Pause. Um die morschen Knochen wieder ganz zu bringen. Ja, und der lädt wieder nach. Jetzt muss er mich hier besuchen kommen. Arrgh. Das ist ja... Da ist noch einer. Allen Ernstes ist da noch einer. Mensch, lauf schneller. Nicht hier rum. Ja, genau. Puh. Und schon pfeift's wieder. Von da unten. Na, wenn sie mal da bleiben, wo sie sind, dann... Das war Jesse James. Harry Alonzo Longobard, the Sundance Kid. Like a general leading his legion of the dead. You told us before that you'd see him alive. He was alive. Er scheint mir tatsächlich alive, ja. Alive und lästig. Oh, unkaputtbar. Ja. Da kam er uns dann doch ein bisschen zu nah. Der gute Jesse James. Ja, das muss anders zu lösen sein. Jetzt aber nicht wieder von vorne anfangen, bitte hier. Nee, das sieht dann wieder nach... Okay, Sundance Kid. Das war ja Sundance Kid, das war gar nicht Jesse James. Na, dann versuchen wir das halt hier mal mit... Sprengstoff. Das bringt sogar was. Guck mal an. Vielleicht ist er auch nur sauer, weil wir ihn gerade verwechselt haben mit Jesse James. Sehr schön. Ja, okay. Jetzt. Einmal. Schnell nachladen. Nochmal. Bam. Aha. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. Haben wir's? Nee. Klang nicht danach. Oh Gott, der andere zuckt auch noch. Da sind sie wieder. Der Gute, der Böse und der Tote. Welches ist der Tote? Ich ahne es. Oh je, oh je. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Das gibt dann wohl wieder ein Dreierduell. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Ja, wäre ich auch gerade. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch.
Etta's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question. But those boys didn't give me much of a choice. Da streiten die beiden sich untereinander und wer kümmert sich um uns? Oh Gott, ja, jetzt kümmern sie sich wohl um uns. Mexican Standoff. Oh Gott, und welcher schießt zuerst? Oh Gott. Das ist wohl nicht zu ergründen. Das finden wir nur raus, indem wir mal eine Kugel in den Kopf kriegen. Dann wissen wir von wem dann. Hin und her. Ist es der? Oder ist es der? Oder ist es doch der? Oder ist es keiner von beiden schießt von hinten? Ach, Herr Jemine. Okay, so nicht. Aber ich glaube, dann schießt der wohl zuerst. Das hat uns jetzt zwar auch nicht wirklich viel gebracht, das zu wissen. Wir hatten auch keine Schnelligkeit, so wie es aussah. Ich konzentriere mich jetzt trotzdem auf den. Denn so ganz sicher bin ich nicht, ob es der andere war. Eigentlich, der hat den noch nicht fertig gezogen, aber jetzt egal, jetzt machen wir es mal so rum. Ich habe ja Zeit. Ne, jetzt kriegen wir sie, ich spür's. Daneben, ich habe daneben geschossen. Was für ein Quark. Gut. Nochmal. Zielen, zielen. Mal ein bisschen mehr auf die Schnelligkeit noch konzentrieren. Habe ich ihm noch nicht ganz raus. Den hätten wir. Oh Gott. Ja. Okay, Reihenfolge ist jetzt klar. Aber der hat das sowieso auf einen anderen gezielt. Ist das jedes Mal anders, auf wen die schießen? Das macht das Ganze dann natürlich wesentlich einfacher. Hahaha. Jetzt guckt er uns wieder an, der Vogel. Jetzt guckt er wieder einen anderen Vogel an. Na, mach schon. Ui. Ui. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. Ja, ich hoffe jetzt aber wirklich. Die sind ja schon mal gestorben und kamen wieder. Haben wir es geschafft? Das kann doch nicht das Ende gewesen sein. Da kommt doch bestimmt noch irgendwas. Ehrenhaft getötet. Ja, das ist doch ein schöner Stempel. Nuggets der Wahrheit, 2 von 4. Gut, gut. Dann mal schauen, was uns jetzt erwartet. Der Schlussakt. Grauer Wolf. Der Medizinmann der Apachen gab Sila seine mysteriöse Warnung mit auf den Weg und wies ihn an, sich nicht von Verbitterung. Die sind so schnell nach Stink... Was? Nach Stinking Springs? Landeten Billy the Kid und... Ja, man kann es nicht lesen. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian Army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you.
Schon geil gemacht. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, I... But you can't, Bob. Ja, da haben wir ihn gefunden. Oh, wähle deine Bestimmung, Vergeltung, Vergebung. Ja, da brauche ich nicht lange zu überlegen. Ist ein Spiel. Also vergelten wir das Böse. Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it. So be it. Das läuft dann wohl wieder auf ein Duell raus. Holy shit! Tatsächlich. Das müsste doch eigentlich einfacher sein wie vorher gegen die beiden Gestalten da auf dem Friedhof. Butch Cassidy und Sundance Kid, so, aber jetzt Konzentration. Unentschieden. Beide tot. Ja, aber ich sehe schon, es hat keine Anzeige mehr. Von wegen Fokus oder Schnelligkeit. Also müssen wir halt hier ein bisschen mit dieser schwammigen Steuerung besser fokussieren. Ohne Fokusanzeige. So, jetzt aber. Ei. Jawohl. Ha. Den haben wir. Sauber. Da liegt er dann. Did you know it was him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir. Mr. Graves. So where are you going now? Now that you had your revenge. Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Ja, das war's dann wohl mit Call of Juarez Gunslinger. 22 Folgen und ich kann es ihm noch nicht aussprechen. Ja, was gibt's dazu noch zu sagen? Es ist einfach schlicht und einfach ein völlig geiles Spiel, finde ich. Also, ich hätte nie erwartet, dass es so gut ist. Erstens ist halt das Setting vom Wilden Westen einfach klasse und nicht ausgelutscht wie andere so Zweitweltkriegs-Settings und so weiter. Dann kommt dazu, dass es einfach das Schießen mit diesen alten Waffen irgendwie Spaß macht und das hat bestimmt auch mit dem Sound zu tun. Der Sound ist einfach teilweise grandios. Also alleine das mit der Pistole schießen ist irgendwie, das ist 10-mal geiler wie bei Call of Duty mit Maschinengewehr. Empfinde ich zumindest so. Ja, also das hat sich dicke gelohnt, dieses Spiel zu kaufen. Ich kann es eigentlich nur weiterempfehlen, falls irgendjemand jetzt das Let's Play geguckt hat und Bock darauf hat. Und ja, vielleicht gibt es ja noch einen weiteren Teil. Also ich weiß gar nicht, weil das war ja jetzt auch schon irgendwie, glaube ich, der dritte Teil der Serie oder der vierte sogar. Vielleicht gibt es einen vierten oder fünften, halt einen Nachfolger nochmal. Dann Einkäufer haben sie ganz bestimmt. Und ich würde dann davon mit Sicherheit auch wieder ein Let's Play machen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es soweit kommt, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was dagegen sprechen sollte, hier nochmal einen Nachfolger zu machen. Ein weiteres Call of Juarez, wie es dann auch immer heißt. Gut, mir bleibt zu danken, euch fürs Zusehen und den Machern dieses Spieles für ein wirklich gelungenes Spiel. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!